Hi Leute, das wird VA für den Kanal The New Age Outlaws zum 100 Plus Abo Giveaway. Herzlichen Glückwunsch, es wurde auch Zeit, weil sehr gute Messer gibt es da zu sehen. Ich verlinke euch den Kanal mal unten. Müsste eigentlich jeder in der Abo-Liste haben. So, wir kommen mal zu der Aufgabe. Aufgabe 1. Welche Verriegelung vertraut ihr am meisten? Also, so eine Slipjoint-Verriegelung vertraue ich nicht wirklich. Das ist eine verdammt gefährliche Sache. Somit fällt es mal aus. So ein Liner-Lock ist eigentlich relativ sicher. Und finde ich auch schon ganz in Ordnung. Aber ob es das sicherste ist, bin ich mal nett. Dann gibt es noch hier. Wie hieß es? ja. Auf jeden Fall, ach, nicht sicher. Sicher vielleicht, ja, aber vertrauenserweckend ist dieser Axis Lock. So hieß er. Mit Sicherheit nicht. Er macht aber den meisten Spielspaß. Mit Sicherheit. Was gibt es denn da noch? Dann gibt es noch hier so was, Frame Lock. Finde ich, ist eigentlich das gleiche wie Liner. Vertrauenserweckender ist es nicht wirklich. Dann gibt es hier noch so ein Bolt Bearing Lock. Selbe wie Axis Lock im Prinzip. Aber auch nicht vertrauenserweckender. Ja, was ist das für ein Lock? Eigentlich auch sowas. Ist auch nicht besonders vertrauenserweckend. Ich würde sagen, der sicherste Verschluss, vertrauenserweckendste Verschluss ist für mich ganz klar ein Backlock. Der allerdings macht natürlich jeden Spielspaß zunichte. Und für ganz harte Arbeiter, da würde ich sowieso sagen, gibt es nur einen sicheren Verschluss. Und das ist der, nämlich gar keiner. Das ist mein vertrauenserweckendster Verschluss. Gefixt. Die wird wahrscheinlich das Wenigste passieren. Und wenn ich weiß, ich will mehrere Holzdinger spalten, dann nehme ich mir gleich sowas mit. Je nachdem, wie groß die Teile sind, passe ich dann die Größe vom Messer an. Hier wird jetzt das hier absolut reichen. Also wenn es ein Verschluss sein muss, vertraue ich am meisten auf Backlog. Noch besser ist allerdings gar keiner. Das war meine Antwort zu erster Punkt. Zum zweiten Punkt. Welche Öffnungshilfe favorisiert ihr? Ja. Öffnungshilfe, Daumenpins. Geht zwar ganz gut. Stört mich aber oft beim Einsatz vom Messer. Und es sieht nicht gut aus. Das Messer wird immer hässlich gemacht. Dann gibt es noch so Nagelhau. Ist ganz okay, wenn es eben nichts ausmacht, ein Messer zweihändig zu öffnen.
Sehr gut finde ich hier so Flipper. Flipper Messer. Das ist schon eine sehr gute Öffnungshilfe. Kann man aber auch sagen, verhunzt auch ein bisschen das Aussehen vom Messer. Dann würde ich echt sagen, mein Liebste die Öffnungshilfe ist. Wahrscheinlich sowas wie Daumenloch. Oder? Ach, hier könnte man ja auch einfach so ein Messer aus der Scheide ziehen. Wäre auch gut, die Öffnungshilfe. Braucht man bei einem Fixed auch nicht. Man braucht weder einen Verschluss noch eine Öffnungshilfe. Man hat gleich ein einsatzbereites, stabiles Messer in der Hand. Aber ich würde dann doch tendiere auf entweder Flipper. Es darf auch wie hier mit einer leichten Federunterstützung sein. Oder Daumeloch. Ganz hinne Daumenpins. Öffnen zwar gut, stören aber beim Arbeiten. Also mittlerweile finde ich Daumenpins überhaupt nie mehr toll. Früher fand ich Flipper-Tipps nicht toll, weil sahen die Messer irgendwie so noch Haifischflosse-Gerät aus. Gut. Wenn man jetzt das so sagen würde, ich finde Backlog und Spider Hole zum Beispiel am besten. Dann könnte man sagen, besorgt man sich doch ein Messer mit beidem und man hat das perfekte Messer. Ich habe sowas hier. Backlog und Daumenloch. Ich finde das Messer auch sehr gut. Noch dazu ein sehr günstiger Preis. Ein Top-Teil. So. Aber ach hier, wie gesagt, das Beste ist einfach ein kleines Fixed. Hier braucht es keine Daumenöffnung, überhaupt gar keine Öffnungshilfe. Hier braucht es keinen Verschluss. Die einzige Öffnungshilfe ist hier so ein Bändel. Zieh es aus der Scheide und du hast sofort ein gescheites Messer. Nachteil bei denen, man muss eine Scheide dazu haben, sonst ist das Messer scheiße zu transportieren. So, dann gibt es noch einen dritten Punkt. Welcher Stahl blieb euch nach einem Schnitt als besonders schmerzhaft in Erinnerung? Ich kann mich überhaupt nur an einen schmerzhaften Schnitt, der mir in Erinnerung geblieben ist, erinnern und den habe ich mir hier zugezogen. Und ich muss euch ehrlich sagen, das war überhaupt kein Stahl. Das war Plexiglas. Und zwar, die Ältere von euch werden das noch kennen. Es gab früher, um Musik zu hören, Kassette. So in dieser Größe ungefähr. Die waren immer in so Plastikhülle. Plexiglas. Und sowas hatte ich zerbrochen im Müll. Hab den Müll mit runtergenommen und die Tüte so geschleudert und so ein Scherb von der Hülle hat rausgestocken und hat mich hier aufgeschlitzt. Also ich kann euch sagen, das hat fürchterlich geblutet. Es war ein furchtbarer Schnitt und ich habe es erst gar nicht gemerkt, bis man es weiß vor Auge wurde. Also Plexiglas ist meine schlimmste Erinnerung an eine Schnittwund. Kennstahl. Das war mein VA. Ciao.